Patrick, Ihre Liste der Leute, die 1 Million und mehr gewonnen haben. Danke. Aber in diesem Jahr werden Sie mit einem Partner zusammenarbeiten. Wer ist es? Eric Rush, Finanzverwaltung. Machen Sie ihm unsere Regeln klar. Falls der Gewinner sein Los vorweisen kann, bekommt er Geld und Scheck sofort ausgehändigt. Kann das Los nicht vorgelegt werden, müssen Sie in Erfahrung bringen, ob es weiterverkauft oder verschenkt worden ist. Wenn dem so ist, steht der Gewinn dem neuen Besitzer zu. Unsere Partnerschaft kann nur funktionieren, wenn sich Geben und Nehmen die Waage halten. Ganz recht. Ich gebe. Oh, und ich kassiere. Wir sind uns einig. Aber wir haben keinen. Ist doch kein Unglück. Wenn keine echte Nobelkarosse da ist, nehmen wir auch einen Mittelklasse-Luxuswagen. Auch da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, Gentlemen. Ich kann Ihnen nicht einmal einen Kleinwagen anbieten. Im Moment finden hier 8 Kongresse statt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nicht einen... Ich darf es Ihnen mal erklären. Sehen Sie, wir sind das erste Mal in Los Angeles. Und hier gibt es erstklassige Restaurants, Filmstudios, ein faszinierendes Nachtleben. Wie sollen wir das zu Fuß alles kennenlernen? Tja, da sollten Sie dann vielleicht eine Rundfahrt buchen. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn Sie uns die Stadt zeigen? Und vielleicht könnten Sie auch noch eine Freundin mitbringen. Wir gehen gepflegt essen und tanzen und fahren nach Disneyland. Disneyland? Das klingt sehr verlockend. Und mit meiner Freundin und mit meinem Mann werden Sie sich sicher auch gut verstehen. Glückliche Iren. Aber sehen Sie, wir würden uns wirklich gern von Ihrem Mann die Stadt zeigen lassen, Herr. Aber im Moment brauchen wir vor allen anderen Dingen ein Transportmittel. Ich verstehe. Vielleicht versuchen Sie es mal da drüben. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. I used to think my life was just a space in time. Lady Luck had turned her head and passed me by. Then without warning, I got another glance. Fortune sent you to my door. You brought a second chance. Just a turn of the cards, just a roll of the dice. And I open my eyes and I'm dancing in time. Who could have dreamed that the world would be mine? Turn of the cards, just a roll of the dice. And I open my eyes and I'm dancing in time. Who could have dreamed that the world would be mine? Das ist es. Erwartest du von mir, dass ich da einsteige? Ja, es sei denn, du willst doch lieber in einer Rikscha fahren. Eric, euch Steuereintreibern mag es ja egal sein. Aber ich muss auch ein bisschen an das Image der Interschwieb-Bank denken. Natürlich. Hatten Sie keinen anderen Wagen? Hey Mann, das ist unser zweitbestes Stück. Dann miete ihn auf deinen Namen, okay? Danke. Ich danke Ihnen. Soll ich ein bisschen schieben? Nicht nötig. Er fährt auch so. Keine Vorträge, ich bin spät dran. Da ist eine verstopfte Toilette in Resina dazwischen gekommen. Und in einer halben Stunde muss ich schon wieder bei Les sein. Du brauchst nicht zu sagen, das Spiel ist eben mein einziges Laster. Und außerdem verliere ich nie mehr als mein Limit. $25. 15, 10 und 10. Davon kommen 10 in die eiserne Reserve. Ja. Das Spiel ist meine Erholung.
Das ist meine Therapie und es ist wesentlich billiger als ein Psychiater, das kannst du mir glauben. Und noch was, Rhoda. Ich treibe mich dafür nicht mit anderen Frauen rum, wie es heute viele andere tun. Ich denke da gerade an Stanley Newfeld. Mann, du hast keine Ahnung, wie der in der Tinte sitzt. Er ist von seiner Frau erwischt worden und daraufhin hat sie ihn rausgeworfen. Stanley ist daraufhin sozusagen in Hungerstreik getreten und hat 10, 20, 30 Pfund verloren. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Er ist ein Wrack, auch im Kopf nicht mehr so ganz richtig. Er hat auch seinen Job verloren, weißt du, drüben im Studio. Hast du irgendwas? Nein, mir geht's gut, Schatz. Na schön, okay. Ich hab nicht vergessen, dass wir auch Kinder haben, denen wir eine gute Ausbildung ermöglichen wollen. Und ich hab auch nicht vergessen, dass du zu Weihnachten deine Familie besuchen willst. Aber ich hab auch Anspruch auf ein bisschen Vergnügen. Und wenn es gelegentlich $25 kostet, das ist bestimmt nicht zu viel. Wir eröffnen mit 10 Cent. Alles klar. Die 10 Cent habe ich auch. Und ich erhöhe um 25. Auf 35? Da gehe ich mit. Mach schon, Les. Wir haben nicht den ganzen Abend Zeit. Jetzt hetz mich nicht. Mach schon, Les. Ja oder nein? Ja, ja, schon gut. Okay, ich steige ein. Ich gehe auch mit. Hey, Milt, bist du zur Salzsäule erstarrt? Ich habe hier zwei Karten für die Dodgers. Aber was gibt's denn? Hey, komm doch nicht immer da. Mit reservierten Parkplatz. Also wie viel? $7. Okay. Gut, von mir aus. Seid ihr noch zu retten? Die haben schon ohne Parkplatz $7 gekostet. Das ist leider nicht mehr. Ich werde hier nochmal wahnsinnig. Steig ein oder steig aus? Warum versetzt du ihm nicht den Gnadenstoß und machst seinem Elend ein Ende? Nimm's nicht so tragisch. Die Müllers müssten eigentlich gleich hinter der nächsten Ecke wohnen. Auf die Art kommen wir nie zu unseren drei Gewinnern. Ach ja. Ich nehme eine. Und ich nehme zwei. Ich eröffne mit einem $0.25. Ein $0.25? So ist es. Und den musst du jetzt auch bringen. Okay, okay. Eine Sekunde. Sie hat's kassiert. Wer? Rhoda. Sie will anfangen, Geld für eine Reise nach Florida zu sparen. Na dann viel Spaß am Strand, George. Und hol dir keinen Sonnenbrand. Das ist ja ein kurzer Abend für dich gewesen. Nein, nein, Augenblick mal. Noch ist er nicht zu Ende. Ja, mach's nicht so spannend. Ich setze meine Lotterie los. Ach, du meine Güte, wie willst du denn damit hinter dem Ofen vorlaufen? Diese Fetzen sind doch nichts mehr. Da kann jedes eine Million wert sein. Warum hat Milt für seine Dodger-Karten $7 gekriegt? Weil das ist ja halt doch nicht zurück, schon was raus. Meinetwegen, $5. Fünf Dollar? Kein mehr, Ende der Diskussion. Oh Mann, mit euch möchte ich nicht auf einer einsamen Insel hocken. Okay, $5, ich gehe mit. Ich setze mal 20. Ich gehe mit. Ich gehe auch mit. 3-2. Oh, zwei kleine Paare. Oh. Ach, nichts. Seht ihr das, Leute? Du hast mal wieder Glück. Na los, gib mir die Karten. Es muss ja weitergehen. Guten Abend, Ma'am. Mein Name ist Patrick Flaherty. Ich arbeite für die Interstate Bank. Und das ist mein Kollege Mr. Rush. Bitte sehr. Ist George Miller da? Nein, aber ich bin Mrs. Miller. Kann ich Ihnen helfen? Hat Ihr Gatte innerhalb der letzten 12 Monate ein Lotterielos erworben, Mrs. Miller? Er wirft sein Geld nur für Dummheiten zum Fenster raus. Ein Lotterielos? Ja. Und Sie sind von dieser Lotterie? Ja. Oh, haben wir gewonnen? Ich darf das nur mit Ihrem Gatten besprechen. Mein Gott, wir haben gewonnen! Ist das viel Geld? Ja, Ma'am. Oh, wenn Sie der Fotograf sind, dann werde ich mir noch schnell was Vernünftiges anziehen, nicht ja? Nicht nötig, Mrs. Miller, das können wir verschieben. Na, dann werde ich Sie jetzt zu meinem Mann bringen, erst drüben bei Les Gardner. Na, der wird Augen machen. Ich setze einen $0.50. Ich steige aus. Ich gehe mit. Ich gehe auch mit. Und erhöhe um einen $0.50. Ach, was soll denn das? Du hast haufenweise Geld vor dir liegen. Warum benutzt du diesen Fetzen? Der ist doch $5 wert. Wenn du sehen willst, Reggie, sag's an. Ach, was hast du?
Les und seine Freunde konnten heute Abend nicht hier spielen. Stimmt irgendetwas nicht? George hat in der Lotterie gewonnen! Das gibt's ja gar nicht. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Sie sind drüben bei Harry. Oh, ja, danke. Sie, ja, George Miller hat in der Lotterie gewonnen. Mrs. Gardner, was ist denn los? George Miller hat in der Lotterie gewonnen. Oh, das ist ja fantastisch. Na, mach schon, Les. Wie lange willst du dein Blatt noch anstarren? Nun, mach schon, wir warten. Oh. Du gehst mit $2 ran. $2, da gehe ich mit. George, geh doch mal zur Tür. Du sitzt am nächsten dran. Ja, okay. Ob sich da $2 lohnen? Na, was ist nun? Steigst du ein oder steigst du aus? Na gut, ich bin dabei. Oh je. Yeah. Schon wieder dieser Schwund. Ich will sehen. Wer ist denn da? Oh, George! Du hast in der Lotterie gewonnen! Ja, gewonnen. Ich hab gewonnen? Ist das toll? Ich hab gewonnen! Ich hab in der Lotterie gewonnen! Wo sind meine Lose? Das ist zu spät, die sind im Topf. Aber ich denke, ihr seid meine Freunde. Freunde sind Freunde und Poker ist Poker. Wenn du nicht das Geld weggenommen hättest, wäre das nicht passiert. Aber ich will doch so gern nach Florida fahren. Möglicherweise kann ich behilflich sein. Wer sind Sie denn? Flaherty ist mein Name. Patrick Sean Flaherty von der Intersuite. Der Lotterieverkehr. Es sind meine Lose, denn da steht ja mein Name drauf, nicht? Ich muss Sie enttäuschen, Mr. Miller, aber unsere Vorschriften sind da sehr klar formuliert. Wenn Sie das Los weitergegeben haben, sei es als Geschenk oder aber zur Begleichung einer Schuld, dann ist der betreffende Empfänger der neue Besitzer des Loses. Ah, da hast du es gehört. Die ganze Angelegenheit, meine Herren, dürfte nur noch von akademischem Interesse sein, wenn das Los nicht die richtige Nummer hat. Da hat er recht. Wenn Sie erlauben... Das Gewinnlos ist dabei. Oh. Gestatten Sie? Das ist noch nicht alles. Das ist ein Scheck über $2.995.000. Das heißt, mit diesem Spiel geht es jetzt um $3 Millionen? Oh, Reggie hat einen Anfall. Harry, ruf einen Krankenwagen, du toller Arzt! Kein Arzt, kein Krankenwagen. Und dass mir keiner meine Karten anrührt. Dann spielen wir jetzt endlich. Les? Ich brauche keine. George? Sag mal, sind das gute Karten, George? Bruder... Wenn du nur noch ein Wort sagst, werde ich dich hier und jetzt erwürgen. Und kein Gericht der Welt wird mich dafür ins Gefängnis stecken. Ich nehme eine. Ich will 3. Ich werde auch 2 nehmen. Ich gehe mit $1 ran. Einen Moment noch, wenn Sie gestatten, meine Herren. Niemand sollte aus diesem Topf rausgeblufft werden. Und daher schlage ich vor, Sie legen alle Ihre Karten auf den Tisch. Du hast Chancen, Les. Straight bis zum Ass. Full House! Nicht so hastig, 4 Achten! Nicht so hastig, Harry! Ich bin auch noch da. George, sieh dir doch deine Karten an! Oder halt's Maul! Jetzt hab ich ihn umgebracht! Das ist nur die Aufregung. Oh mein Gott! Tja, Royal Flush Gentlemen. George hat den Topf gewonnen. Dann haben wir ihn gewonnen!
Was kostet die hier, Mr. Stratos? Bei Big Basket werden Sie in Zukunft 12 verschiedene Sorten Taco-Fladen führen, Mrs. Stratos. Wir sind bescheiden und führen bloß eine Sorte, Mrs. Rodriguez. Aber das ist die Sorte, die Sie mögen. Also was soll der ganze Wirbel? Aber diese hier kostet 4 Cent mehr als die andere. Dann nehmen Sie die billigere. Ja, ja, aber Buster, schmeckt diese Sorte besser. Der weiß eben auch, was gut ist. Wirklich? Auf Wiedersehen, Mrs. Rodriguez. Bis morgen. Nick, kannst du mal ganz kurz herkommen? Bitte. Moment bitte. Hallo, Pap. Hallo, Mann. Hallo, Billy. Hallo, Billy. Hallo, Mann. Was ist? Mrs. Rodriguez hat mir eben erzählt, dass Mr. Manette Buster letzte Woche einschläfern lassen musste. Dann kann er ja jetzt auf das teure Zeug verzichten. Buster wird den Unterschied bestimmt nicht mehr merken. Ich habe das Gefühl, er kauft das Katzenfutter gar nicht für Buster. Oh. Mr. Manette. Wir haben diese Woche ein Sonderangebot. Thunfisch in Dosen, 62 Cent die Dose, wenn Sie eine gerade Anzahl nehmen. Buster wird begeistert sein. Na gut, dann nehme ich 5. Okay. Danke für Ihren Besuch, Mrs. Stern. Nicht zu danken. Auf Wiedersehen. Wo kommst du denn jetzt her? Mom, heute ist Sonntag, da schlafe ich immer etwas länger. So, das wär's, Mr. Manette. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen, Mr. Manette. Auf Wiedersehen. Manette. Auf Wiedersehen. Pap, haben wir nicht schon genug Probleme? Wenn du die Ware quasi verschenkst, werden wir noch eher pleite sein, als es notwendig ist. Was redest du davon pleite? Das ist doch Blödsinn. Er verkauft den Thunfisch unter den Einstandskosten. Halt du dich da raus. Du kannst sicher sein, Pap weiß, was er macht. Pap, hör zu. Du hast da im Regal 60 Dosen Thunfisch. Und jede kostet uns 85 Cent. Weißt du, was wir verlieren, wenn du die Dose für 62 Cent abgibst? Was glaubst du, versteht ein 15-Jähriger schon vom Geschäft? Genug, um vorauszusagen, dass uns dieser neue Supermarkt gegenüber innerhalb von 3 Monaten ruinieren wird. Billy, reg deinen Vater nicht unnötig auf. Mom, es ist kinderleicht, die Pleite vorauszuberechnen. Das Angebot von denen ist 100-mal größer. Sie haben niedrigere Preise, Parkplätze, eine super Einrichtung und sogar eigene Checkkarten. Hör zu, Billy, du hast gesagt, wenn wir auf unser Geld fürs College verzichten, was dann können wir... Was wollt ihr mit eurem Geld fürs College anfangen? Für 3 Monate halten wir nur noch durch, wenn wir unser College-Konto auflösen. Nick, hast du dir das genau überlegt? Lass dich doch von dem Jungen nicht verrückt machen. Du weißt genau, dass ich das Konto nicht anrühre. Billy, deine Mutter und ich mussten im Leben schon mit ganz anderen Dingen fertig werden, als mit der Konkurrenz eines Supermarktes. Ne, mach dir keine unnötigen Sorgen, es wird sich alles finden. Ne? Immerhin leben wir hier in Amerika. Hier kann jeder, der ganz klein anfängt, am Ende den größten Erfolg haben. Ein Sonntagsbrunch in Malibu. Okay. Das Essen war ja nicht so übel, nicht, Patrick? Für ein Kaninchen mag sein. Die Beilagen waren zu reichlich und das Steak zu winzig. Na, dann darfst du bezahlen. Ich hol das Auto. Jawohl. Toll, was? Reingefallen. Es liegt am Auto. Ist das dein Ernst? Es ist mir schmerzlich klar geworden. Vielleicht werde ich mich doch noch mal nach einem anderen umsehen. Je eher, desto besser. Ich bin sogar bereit, die Kosten zu übernehmen. Paul,
los, Ziel, du bist schon wieder total beklickert, Kind. Du hattest es mit der Pizza wieder sehr eilig. Es tut mir leid, Mrs. Roberts. Und du nimm den Kaugummi raus. Oh, was ich dir noch sagen wollte, James. Versuch doch mal mit den anderen denselben Rhythmus zu halten, okay? Das hier ist ein Kirchenchor und kein Michael Jackson-Konzert. Sind wir uns einig, ja? Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie zufällig Mabel Roberts? Wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen, nein. Der Versuch, aus diesen wilden Rocken hier etwas zu machen, das auch nur annähernd den Namen Koch verdient, kostet mich den letzten Nerv. Doch leider habe ich keine andere Wahl. Ja, mein Name ist Mabel Roberts. Patrick Flaherty, sehr angenehm. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Haben Sie zufällig mal ein Intersuite-Lotterie losgekauft? Wieso fragen Sie, war es geklaut? Nein, ganz und gar nicht. Wenn Sie es zufällig da haben, kann ich Ihnen was Erfreuliches sagen. Meine beiden Kinder liegen zu Hause mit Grippe flach. Mein Mann ist gestern gekündigt worden und daraus folgt, dass wir wahrscheinlich Dienstag auf der Straße stehen werden. Und da kommen Sie daher und wollen mir was Erfreuliches erzählen. So ist es. Dann muss es etwas sehr Erfreuliches sein. Haben Sie das los wirklich noch, Mrs. Roberts? Also diese Kinder. Was sagten Sie? Irgendwo muss es sein, in meiner Handtasche vielleicht. Ich hab's neulich noch gesehen. Sind Sie sicher, dass ich was gewonnen habe? Oh ja, ganz sicher. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas gewonnen. Kommen Sie, Mrs. Roberts, wir alle warten auf Sie. Fangt einfach schon ohne mich an, Schatz. Wir sollen ohne Sie anfangen? Sie sind die Organistin. Ich kann ja später noch mal wiederkommen. Mr. Flaherty, wenn das, was Sie mir zu sagen haben, wirklich so toll ist, dann werde ich Sie nicht mehr aus den Augen lassen, bis ich das losgefunden habe. Kommen Sie mit. Aber hier findet ein Gottesdienst statt. Mr. Flaherty, Sie kommen mit. Hm. Sehr schön. Alles läuft bestens, Spiel. Wir liegen genau in der Zeit. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Angie? Nein, jetzt nicht. Vielen Dank, Mann. Stratos? Das bin ich. Ich bin J.P. McDonald, der stellvertretende Direktor der Abteilung Verkaufsförderung. Und das ist Mr. Mills, der Geschäftsführer unserer Big Basket Ladenkette. Big Basket Ladenkette? Wo haben Sie denn Ihre Läden? Sollte Ihnen unsere neue Filiale auf der anderen Straßenseite noch nicht aufgefallen sein? Oh, Sie meinen den Laden da? War ein kleiner Scherz. Ich bin Nick Stratos, der Boss in diesem Supermarkt. Und das ist meine Frau, Mrs. Stratos. Stellvertretende Direktorin und Finanzchefin. Stratos, wir müssen etwas Geschäftliches besprechen. Haben Sie eine Ecke, wo wir möglichst nicht gestört werden? Aber sicher. Mein Büro. Kannst du dir vorstellen, was die wollen? Nein. Und das? Das ist mein Sohn Billy. Er ist der Verantwortliche für die Qualitätskontrolle. Stratos, wir sind hier, weil wir Ihren Laden kaufen wollen. Aha. Wie kommen Sie darauf, dass ich an einem Verkauf interessiert bin? Natürlich könnten wir auch darauf verzichten, Ihnen ein solches Angebot zu machen. Aber Big Basket hat kein Interesse daran, den kleinen Leuten unnötige Schwierigkeiten zu bereiten, da sie sowieso schon bald vom Fortschritt überrollt werden. Sie fürchten negative Publicity, nicht wahr? Nach unseren Zahlen werden wir innerhalb von 6 Wochen 98% Ihres Umsatzes an uns ziehen. Ich hab's auch mal durchgerechnet. 90% in 10 Wochen ist realistischer. Sie können all Ihre schönen Zahlen und Berechnungen nehmen und sie wieder in Ihren Computer stecken. Meine Frau und ich, wir haben dieses Geschäft vor vielen Jahren aufgebaut. Und wir haben weder vor, es zu verkaufen noch aufzugeben. Und wir werden auch nicht pleite gehen. Ich denke, dass es in Anbetracht Ihrer Lage wirklich großzügig von uns ist, wenn wir Ihnen $55.000... Oh, 55? Habe ich da eben richtig gehört, Billy? Das Grundstück allein ist schon mehr als doppelt so viel wert. Mr. Stratos, wir haben uns genau informiert. Anscheinend aber nicht genau genug. Wenn ich die korrekten Zahlen eingebe, werden Sie sich wundern. Diese Zahlenspielereien sind sinnlos. Unser Geschäft verdankt seinen Ruf seinem Service. Wir bieten Dienst am Kunden. Dienst am Kunden? In welchem Jahrhundert leben Sie eigentlich? Dienst am Kunden ist heute nicht mehr gefragt. Das ist vorbei. Heute muss es nur billig sein. Enorm billig. Ich betrachte unsere Unterredung als beendet, Mr. J.P. Spanner Copita, Gentlemen. Oh, danke. Mills, Sie reden zu viel. Unsere heutige Kollekte ist für unsere Schwestergemeinde in Äthiopien bestimmt. Wenn man Organistin und gleichzeitig Chorleiterin ist, lernt man zwei Dinge auf einmal zu tun. Zum Beispiel Orgel spielen und gleichzeitig ein Lotterie lossuchen? Nein.
spielen und gleichzeitig meine kleinen Engel im Auge behalten. Aber das ist heute mit Samuel Johnson, nimm dich zusammen. Ist es das, wonach wir suchen? Ja, das ist es genau. Und dann ist das für Sie. Bitte machen Sie es für mich auf, ja? Tun Sie mir den Gefallen. $5,000? Das ist nur das Klimpergeld. Das war sehr gut, Schwester. Ich danke euch. Ich danke euch alle. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das hier noch mehr interessiert. Na, dann lassen Sie mal sehen. Ein Wort aus der Heiligen Schrift. 2.745.000 Dollar. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Und das gehört alles Ihnen. So wie ich den Scheck datiert habe. Er lässt seine Sonne aufgehen. Und Sie die Quittung unterschrieben haben. Oh mein Gott. Im Laufe der nächsten Tage wird sich noch mein Kollege Mr. Rush bei Ihnen melden. Dabei geht es um die Steuern. Ja, ja, ist gut. Oh mein Gott. Es hat den Anschein, als ob meine Gebete erhört worden sind. Und zwar alle zugleich. Schwester Roberts, ich bitte Sie. Schwester Roberts, ich bitte Sie herzlich. Mrs. Roberts! Ich danke Ihnen, Schwester. I'm going to sing when the Spirit says sing. I'm going to sing when the Spirit says sing. Ich weiß nicht, Eric, ich habe das Gefühl, dieser Wagen sieht unserem ersten zum Verwechseln ähnlich. Was dir so alles auffällt, Patrick? Lass doch mal sehen. Wir sind vom Hollywood Freeway zum Pasadena Freeway gefahren. Dann über den Golden State Freeway in den Glendale Freeway zur 134. Und dann die 210. Die... Oh. Und das heißt? Wir müssen wieder zurück. Die 210? Nein. Bis zur 134? Noch etwas weiter. Zum Glendale? Ja, beinahe. Oh, Flirty. Wir sollten mal halten und fragen. Sehr guter Vorschlag. Du hättest sie nur etwas früher machen sollen. Mrs. Singberg und Mrs. Rodriguez? Da hast du es, Mom. Wieder zwei von unseren Stammkunden. Ich seh's. Pap, warum willst du ihr Angebot nicht akzeptieren? Ich soll klein beigeben? Wir sollen uns von Big Basket in die Knie zwingen lassen? Pap, hierbei geht's nicht um deinen Stolz. Hier geht es um Tatsachen und um Zahlen. Ich kann dir das am Computer vorrechnen. Was versteht ein Computer schon vom Geschäft? Er hat dafür doch keinerlei Gefühl. Hat hier ein Computer 18 Jahre lang geschuftet und so viel Geld zusammengekratzt, nur damit du dir dann eine oberschlaue Maschine kaufen kannst und danach mir erklärst, dass ich es mir nicht leisten kann, einen Preis um 33 Cent herabzusetzen, damit ein hungriger alter Mann kein Katzenfutter zu essen braucht?
Nick, ich bitte dich. Der erklärt mir doch glatt, dass ich gefälligst annehmen soll, was diese Spitzbuben mir anbieten. Ich soll mich mit dem Almosen davonschleichen. Ich lasse mich nicht so behandeln. Aber du solltest genau wissen, wann es Zeit ist, auszusteigen, Pap. Zeit zum Aussteigen? Für was hältst du das hier eigentlich? Für eine Mietwohnung? Denkst du, dass du 18 Jahre deines Lebens einfach so abschütteln kannst? Was ist denn schon dabei? Das ist ein kleiner, mickriger Laden. Ein paar Kartons. Ein mickriger Laden? Du wagst es, diese... Mit dem schuldigen Papa. Ich wollte dir nicht wehtun, Papa. Bitte entschuldige. Komm. Komm, wir gehen, Billy. Lass uns den Laden verkaufen. Du wirst doch wohl nicht direkt davor parken wollen. Warum denn nicht? Hier sind wir doch richtig. Eric, ich repräsentiere eine der größten Banken der Welt. Ist dir das klar? Ja. Schön. Du hast dich doch sicher schon mal gefragt, warum ich diese Millionen-Dollar-Gewinne immer persönlich überbringe und nicht einfach ein Telegramm schicke. Nein, aber ich nehme an, dass ich es gleich erfahren werde. Ich verzeihe dir deine Frechheit. Also dieser Schick. Und seine Präsentation, die ja stets nach einem gewissen Muster erfolgt. Und meine Erscheinung und mein Auftreten. Das alles sind Bestandteile einer blendend konzipierten und ausgeführten Illusion. Die Gewinne dürften sich weder für diese Illusion interessieren, Patrick, noch für dieses Auto. Die interessieren sich nur für den Scheck. Auch wenn du auf einem Dreirad vorfahren würdest, ich schwöre dir, es wäre ihnen egal. Aber mir ist es nicht egal. Also bitte. Okay. Mr. Mills? Ich bedauere, aber Mr. McDonald hat heute sehr viel zu tun. Weiß er, dass ihn Stratus und Sohn von gegenüber sprechen wollen? Er weiß es. Sie werden Geduld haben müssen. Hm. Achtung, Angie, da kommen Kunden und die sehen was Besseres. Das sehe ich genau. Die haben sich bestimmt nur verfahren. Willkommen bei Stratus, meine Herren. Hier werden Sie noch aufmerksam und individuell bedient. Um ehrlich zu sein, wir wollten nichts kaufen, denn wir wollten Ihnen ja etwas bringen. Mein Name ist Patrick Flaherty von der Intersweep Bank. Und ich bin Eric Rush von der Finanzverwaltung. Ja, guten Tag. Das heißt, der Herr ist von der Steuermann. Ich darf annehmen, dass Sie Mrs. Ann Stratus sind? Ja. Und dass Sie und Ihr Gatte während des letzten Jahres ein Lotterielos gekauft haben? Manchmal, wenn in unseren Büchern kleinere Unstimmigkeiten auftreten und wir $1 oder $2 drüber haben, dann leisten wir uns von diesem Dollar ein paar Süßigkeiten. Oder wenn wir gerade Diät leben, ein Lotterielos. Wir haben gewonnen! Wir haben eine Lotterie gewonnen! Wir haben eine Lotterie gewonnen! Wir haben eine Lotterie gewonnen! Aber nur, wenn Sie das richtige Los haben. Hol das Los! Ja, das Los! Hol schnell das Los! Danke, danke! Wir haben gewonnen! Beeil dich doch, Mama! Mr. Mills, wie lange wollen Sie uns denn noch warten lassen? Ich versuche mein Möglichstes, aber er hat heute wirklich eine Menge wichtiger Dinge zu erledigen. Er hat wichtige Dinge zu erledigen? Und was sind wir dann, wenn ich mal fragen darf? Ha? Die Nummern stimmen überein. Wollen Sie sich Ihren Gewinn mal ansehen? Das ist nur der Lockartikel, wie das ja wohl in Ihrer Branche genannt wird. Sie sollten vielleicht mal in den zweiten Umschlag sehen. Oh. Na los, Mama. Mach doch. Angie, steht da tatsächlich über 3 Millionen Dollar? Und es gehört alles Ihnen. Sie und Ihr Mann müssen nur noch den Empfang bestätigen. Ich meine, du hast Papa dazu sagen. Aber mindestens so glücklich sein wie du. Oh mein Gott, wir müssen Sie aufhalten. Nichts passiert. Ich komme gleich, Mama. Passen Sie mal kurz auf den Laden auf, wir sind gleich wieder da. Ja. Viel Glück zum Start der neuen Karriere, Patrick. Na also, Stratos, der gesunde Menschenverstand hat sich also doch durchgesetzt. Allerdings werden Sie einsehen, dass ich Ihnen nicht mehr dasselbe großzügige Angebot machen kann, halt! Wie noch. Nee, komm sofort! Stratos, ich warne Sie, das ist Ihre letzte Chance.
Das ist die beste Spanakopita, die ich je gegessen habe. Hm? Das ist die erste Spanakopita meines Lebens gewesen. Wenn ich jetzt die Augen schließe, fühle ich mich wie in der Ägäis. Dann nehmen Sie doch bitte noch ein Stück. Ich habe mir das selbst zusammengestellt. Es ist ein Z80-Basissystem und ein 100er Speicher. Ah ja, ich habe sowas Ähnliches. Für ein Viertel Zoll Diskette, 640er Kapazität und ich fange an, meine eigenen Programme zu entwickeln. Oh, sprechen Sie Basic? Nein. Naja, ein wenig. Ah, Mrs. Stratos. Das Einzige, was noch zur Vollkommenheit fehlt, ist Uso. Ja, hol ihn und dann werden wir auf diese beiden Herren anstoßen. Ja. Die uns in buchstäblich letzter Sekunde vor dem Ruin bewahrt haben. Tja, Mr. Stratos, wir haben schon gehört, wie übel Ihnen mitgespielt worden ist. Mhm. Sie wollten mich um jeden Preis in die Knie zwingen. Sie wollten mich kaputt machen. Aber jetzt werde ich meinen Laden behalten können. So, meine Herren, jetzt können wir es abrunden. Danke, Ma'am. Bitte. Danke. Auf Amerika! Möge Ihnen dieses Geld helfen, all Ihre Wünsche zu erfüllen. Danke. Wir wünschen uns eigentlich nur, dass Mama und Papa ihren Laden behalten können. Aber wie sollen wir das anstellen? Besonders, wenn wir weiterhin Thunfischdosen, die uns 85 Cent gekostet haben, für 62 Cent verkaufen. Denk mal an den Big Basket-Slogan. Großer Umsatz, kleine Preise. Man kann dieses Pferd auch von hinten aufzäumen und über niedrige Preise zu einem großen Umsatz kommen. Ihr seid jetzt finanziell in der Lage, zu echten Niedrigstpreisen zu verkaufen. Und so könnt ihr euch behaupten. Ja, richtig. Das können wir uns jetzt leisten. Was können wir uns jetzt Rechnen leisten? Rechnen wir es durch. Was kostet eine Dose Thunfisch? 85 Cent. Und euer Verkaufspreis ist? 95 und Big Basket bietet sie für 91 an. Okay. Und wir könnten doch jetzt auf 86 runtergehen. Okay, und das sagen wir multipliziert mit 100? Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Patrick, was knabberst du beim Fernsehen? Schokolinsen. Also, ich verstehe gar nichts. Sofort um 15%. Ich will ein neues Transparent. In spätestens 20 Minuten muss es hängen. Ein super Transparent. Die werden sich wundern. Pap, es ist ja noch viel leichter, als ich es mir vorgestellt habe. Noch haben wir unser Pulver nicht verschossen, Billy. Okay, Jungs, jetzt das nächste Transparent. Und jetzt hier! Ja, los! Was soll denn das? Was ist Papa, denn? Der ganze Laden ist gleich leer gekauft. Billy, komm was mal her. Papa? Schnell, ja. Ja? Geh rüber zur Konkurrenz und kauf, was du kriegen kannst. Wir füllen damit unsere Regale und verkaufen es dann zu unserem Preis. Bist du sicher, dass wir uns das leisten können? Oh, monatelang, Papa, monatelang. Na, dann ist gut. Warte doch, du brauchst doch Geld. Hier, das dürfte reichen. Kauf, was du kriegen kannst. Kauf den Laden leer, wenn du willst. Mrs. Carter, können Sie unseren Tisch
Zuschauern erklären, wie es zu diesem Preiskrieg zwischen Ihnen und dem Big Basket Supermarkt gekommen ist. Diese Spitzbuben von Big Basket wollten mich kleinkriegen. Sie wollten erreichen, dass ich meinem eigenen Sohn nicht mehr gerade in die Augen sehen kann. Glauben Sie, dass Sie mit einem Riesenunternehmen wie Big Basket ernsthaft konkurrieren können? Wir sind amerikanische Bürger. Scheint, dass die Operation Niedrigpreise in vollem Schwung ist. Wir sollten eine Stunde später fliegen und mal sehen, was da los ist. Wenn das einigen Leuten nicht passt, die meinen, uns mit niedrigeren Preisen kaputt machen zu können, dann ist das nicht unser Problem. Das ist die schlechteste Werbung, die man sich denken kann. Das kostet uns möglicherweise den Job, JP. Was wollen Sie damit sagen, uns? Was zum Teufel ist denn hier los? Wie soll ich sagen, Sir, diese Menschen da, die... Ist schon gut, McDonald. Ich werde mal rübergehen und mir das ansehen. Oh, ihr seht so aus, als könntet ihr ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Ne? Kauft ihr bei der Konkurrenz ein? Mal sehen, wo man was herkriegt. Hier ist noch ein kleines Extra. Wenn das hier alles vorbei ist, werden wir eine Feier veranstalten, die Sie nie vergessen werden. Allerdings wollten wir auf dem Wege zum Flughafen noch mal kurz anschauen. Wer ist Stratos? Bin Mr. Stratos. Wer sind Sie? Das ist mein Boss. Er ist der Hauptaktionär der Big Basket Ladenkette. Was haben Sie hier vor? Wollen Sie einen Krieg anfangen? Sie haben ihn mit dieser lächerlichen Summe, die Sie geboten haben, angefangen. Sie finden 100.000 Dollar für diese Bude lächerlich? 100.000? Ja. Sie sagten was von 55. Sir, ich hatte dabei nur die Interessen von Big Basket im Auge. Spanakopita? Das ist Bestandteil unserer Serviceleistungen für unsere Kunden. Aber das ist für Sie und Ihre Big Basket-Läden ja wohl offensichtlich ein Fremdwort. Die Zeiten haben sich geändert. Und bedauerlicherweise nicht immer zum Besten. Mr. Stanopoulos, Sir. Stanopoulos? Sagen Sie mir, wo Sie herkommen. Aus Saloniki. Aus Saloniki. Aus Saloniki, Mama. Aus Saloniki. Oh. Wir auch. Sie? Ja. Dürfte Sie einladen? Was ist eines meiner Hobbiter ohne Uso? Ich hole ihn ja schon. Was sagen Sie dazu? Also, das erinnert mich an die alten Zeiten. Ich habe auch mit so einem kleinen Laden angefangen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe im Laufe der Jahre ein paar wichtige Dinge vergessen. Vielleicht doch nicht ganz. Oh, danke. Also, darauf wollen wir anstoßen. Ah, das nenne ich wirklich Dienst am Kunden. Ja. Auf die alte Heimat. Ja, sind Sie auch Grieche? Ich dachte eben mehr an die Grafschaft Kork. Aber andererseits, wie viel verdanken wir Sokrates und Plato? Auf Griechenland! Auf Griechenland! Auf die Spanakopita! Und auf die Spanakopita! Und jetzt auf unsere neue Heimat, Amerika! Amerika! Ein Jahr danach, Stratos Big Basket Markets Incorporated, kleine Preise, großer Umsatz, erstklassiger Kundendienst. Ein Jahr danach, die Millers sind nach Las Vegas gezogen. George lässt seine Freunde einmal die Woche einfliegen. Ein Jahr danach, Mabel ist nach Beverly Hills gezogen. Und kauft, wann der Geist es befiehlt.